Wir verkaufen unseren Morelo 82 LB auf Euro Cargo. Ja, eines der wirklich besten Reisemobile, die ich je gefahren habe. Warum, kann ich euch gleich erzählen. Es ist nämlich ein richtiger LKW drunter mit einer Druckluftbremse. Das hat mir eigentlich am meisten gefallen. Ein großer Hubraum, die Spurverbreiterung ab Werk. Also ein ganz tolles Fahrgestell. Und hier sieht man sehr schön, wir haben zwei voll integrierte mal nebeneinander gestellt. Der Vergleich ist ein bisschen gemein, dass man das mal sieht. Es ist der kleinste voll integrierte von Karthago, der da ist, und der Loftliner 82 LB. Ich grüße dich, Andreas. Hallo Sven, hallo liebe Zuschauer. Ja, du hast gesagt, dann stelle ich noch ein anderes Auto daneben. Das haben wir dann gelassen. Es geht immer noch größer, aber wir haben beides mal unter 7,5 Tonnen. Das heißt, auf der rechten Seite wahrscheinlich um die 4,5 Tonnen. Genau, das ist die Gemeinsamkeit. Beide sind unter 7,5 Tonnen und beides sind halt integrierte Fahrzeuge. Und ich sage ja immer so, der Kompaktline ist der kleinste Luxusliner, den man kaufen kann für Geld. Und hier ist man halt jetzt bei dem Morelo Loftliner von dir genau auf der anderen Seite angekommen. Das ist schon ein sehr imposantes Auto, was du da stehen hast. Und ich kann wirklich bestätigen, liebe Zuschauer, auch bevor die Kamera lief, hat er immer wieder gesagt, also den verkaufe ich jetzt wirklich mit einem sehr weinenden Auge, weil das ist das beste Wohnmobil, was ich je gefahren habe. Gut, wir wissen, der Sven hat noch kein Karthago gefahren, aber da arbeite ich ja noch dran. So, die Besonderheit bei dem Wohnmobil ist sehr kurz. Also ich kam damit in die letzten Spots rein. Du hast eben noch gewitzelt, der ist so lang, wie er hoch ist. Ja, genau. Schön quadratisch, praktisch gut. Ich glaube, 8,20 Meter ist er lang, ne? Richtig? 8,60 Meter. Also er heißt 82 RB. Also grundsätzlich hättest du recht. Mhm. Aber er ist rund 8,60 Meter lang. Dafür ist er sehr kurz. Die Proportionen aber sehr stimmig. Du siehst, normalerweise hat der Daily, also das etwas kleinere Schwestermodell, Palace zum Beispiel, ja, hat die Räder nicht so weit hinten, sondern die Räder sind ganz weit vorne. Das hier ist ein gutes Stück erweitert. Mhm. Du hast auch größere Reifen. Ja. Das Ganze ist, du kennst das selber, Eurocargo, Nahverkehrs-LKW. Je größer die Reifen sind, je ruhiger laufen die einfach auf einer unebenen Fahrbahn ab. Die fallen nicht in jedes Schlagloch rein. Das ist natürlich was, was das Auto hier gerade auch jetzt mit der Luftfederung auf der Hinterachse natürlich absolut dem Auto im Fahrkomfort zugutekommt, ne? Ja, das Ganze. Ich habe die wichtigsten Sachen reinkonfiguriert. Man muss bei diesem Fahrgestell, so gern die Leute das auch kaufen mögen, ja, man muss Abstriche machen, denn per se ist der Eurocargo ein Stück schwerer wie der Daily. Wir sind hier deutlich unter 7,5 Tonnen. Das heißt, ich habe ihn auf die Waage gestellt mit 100 Liter Wasser, also mit dem Fahrzustand, hat er 300 Liter Wasser, mit 100 Liter Wasser. Und ohne Fahrer, muss ich fairerweise sagen, wiegt er 6.820 Kilo. Also deutlich unter 7 Tonnen. Das heißt, also hier ist noch genug Zuladung, fast 700 Kilo Zuladung noch dabei, ne? Ja, also wenn ich einsteige, dann kommen da nochmal 70 Kilo drauf. Aber wir haben schon viele sinnvolle Extras verbaut. Und zwar Thema Hubstützanlage hat er nicht eingebaut, hat aber einen Grund. Die Luftfederung, die hier drin ist, die hat so große Balge, dass ich sie bisher nicht gebraucht habe. Ich konnte überall nivellieren. Und das können wir vielleicht mal direkt mal zum Anfang zeigen. Der steht nämlich auf einer serienmäßigen, professionellen, großen LKW-Luftfeder. Die ist so groß, da sieht man den Balk. Da ist ein riesen Balk da drin. Und wenn du mal so nett bist, steig doch mal ein. Das wollte ich gerade machen, parallel. Du kennst das ja, du fährst selber LKW, hast einen C-Führerschein. Dann fahre ich immer gerade hier runter. Hoch, Entschuldigung. Hoch oder runter? Das ist. Hoch, dann sieht man auch mehr von dem Balk. Ja, gerne. Und das Besondere ist, so, einmal kurz gestartet. Es geht auch sehr, sehr schnell. Wir haben also eine richtige Druckluftanlage. Das Ganze oben okay? Ja, ja. So, und das ist der Balk. Und damit könnt ihr jetzt quasi einen Ausgleich schaffen von circa 30 Zentimetern. Das ist schon krass, ne? Wie viel der da im Hub hat und vor allem, wie schnell das geht. Ne? Ja. Und jetzt fahr mal bitte ganz runter, sei mal so nett. Komplett nach unten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt bin ich schon so hoch, dass ich hinten schon ein Gefälle nach unten habe. Und wenn ich jetzt schief stehe, bin ich einfach hingegangen und habe das Ganze abgelassen. Kann das komplett runterfahren, das ganze Fahrwerk. Man sieht also, er fährt komplett nach vorne. Bin jetzt unten. Und habe ihn jetzt komplett leer gemacht. Und bin jetzt
Du solltest jetzt schief sein, innen. Ja, also ich war eben, als wir hochgemacht haben, war es also deutlich schief. Ne? Das Gelände ist ja auch ein bisschen abschüssig darunter. Und jetzt steht er eigentlich nach hinten schief. Also man merkt wirklich, dass er da, man sieht ja auch hier am Radkasten, das sind also locker 25, 30 Zentimeter vom Minimum zum Maximum. Da kann also man schon einiges an Geländeunebenheit mit ausgleichen. Also ich habe wirklich, du standst, also egal wo wir standen, ob beim Freistaat standen oder keine Ahnung, da war es immer ein bisschen abschüssig wie hier. Du stehst da nie ganz gerade. Guck mal, wie tief der jetzt unten runter ist. Du kannst, also gedacht ist das eigentlich, damit du stehst zum Beispiel beim Beladen von einer Pritsche hinten. Du hast eine Euro-Palette und die soll dann, du kennst das bei den Aldi und so weiter, die Beladungsrampen, und dann musst du nivellieren. Ja, du bist jetzt beim Nutzfahrzeug quasi. Beim Nutzfahrzeug. Ganz klassisch ist es eigentlich sogar bei einer Sattelzugmaschine, wenn die den Auflieger aufhängt, dann macht die das komplett über die Luftfederung, die fährt dann hoch und koppelt dann die Sattelplatte oben dann dementsprechend ein. Ja. Ja. Und hier hast du halt eben, das ist eben ein Kleinst-LKW, der da drunter ist, oder Klein-LKW, der da drunter steckt, und der hat eben genau die gleiche Technologie darunter, und die machen wir uns natürlich hier als Wohnmobilist zu nutzen. Also der hat eine ganz tolle Laufkultur. Also ich bin ja ungern, verfalle ich in Schwärmen, aber wenn du den Daily kennst, der hat nicht ohne Grund ein 8-Gang-Getriebe, der hat nur 6 Gänge. Warum? Ja, das braucht er ganz einfach, weil er ein ganz knappes Drehzahlband hat und insbesondere auch das Drehmoment, das liegt natürlich nicht so lange an wie bei ihm hier. Dann braucht er die 8 Gänge, um halt permanent an der, ich sag mal, an der Stufe, die wir brauchen, um das Fahrzeug auch eben ordentlich am Berg oder auf der Bahn zu bewegen. Dafür braucht er ein 8-Gang-Getriebe. Der macht das einfach aus dem Hubraum raus. Der dreht viel weniger. Und ich weiß, wir haben jetzt da noch nicht drüber gesprochen. 6 Gänge. Ja, das weiß ich, was er 6 Gänge hat. Der größere hat dann auch gleich wieder 12 Gänge. Aber die Verbrauchswerte, die werden noch nicht wesentlich höher gewesen sein, wie also bei dem Daily, den du gefahren hast. Ich bin den gefahren. Und das ist jetzt kein Witz. Nee, ich glaubte das. 11,8 Liter in Hamburg. Das ist schon krass, ja. 11,8 Liter hinter einem LKW hinterher. Okay. Da war es gerade, muss ich dazu sagen. Bin ihn gefahren. Du fährst ihn realistisch mit 15 Litern durch Berg und Tal. Ja, wenn du sparsam fährst. Du kannst ihn auch fahren mit 17. Aber es ist ein Auto, was du mit 100 km/h so souverän fährst, durch das Drehmoment. Der hat fast 5 Liter Hubraum. Ja. Das sind 2 Liter mehr als beim Daily. Ja. Fast. Also 4,7 Liter. Ja. Und es ist vor allen Dingen, es ist eine Vierzylindermaschine, es ist ein Langhuber halt, der dreht halt ganz anders. Ne? Ja. Dann sind viele Extras dabei, die du beim Daily extra kaufen musst. Das fängt an mit der Spurverbreiterung, die brauchst du hier nicht. Das Fahrzeug kommt serienmäßig mit der breiten Spur vorne und hinten. Da brauchst du keine Distanzhülsen, keine White Axle, keine nichts. Ja, das Witzige ist ja, wenn man jetzt das Fahrzeug betritt, ich meine, gut, okay, es ist die Luft hinten aus dem Balk raus, aber auch eben, wo die in Fahrstellung stand. Wenn man das Fahrzeug betritt, wenn man jetzt beispielsweise einen Daily betritt, dann hat man immer so ein bisschen den Eindruck, das Auto kommt einem entgegen, weil er halt auf der Luftfederung steht und ein bisschen wackelig ist. Da ist meiner Meinung nach eine Hubstützenanlage zwingend erforderlich. Aber das Fahrzeug, das steht so satt da, selbst wenn er in Fahrstellung ist, der wackelt oder schaukelt jetzt nicht wie so ein Daily. Das ist schon ein himmelweiter Unterschied mit dem Chassis. Ne? Das siehst du hier vorne. Also da ist jetzt keine Spurverbreiterung drauf. Und hast du das Gefühl, das sieht irgendwie komisch aus, dass es so weit drin ist? Nee. Nein, das passt. Denn das ist absolut okay. Also ich kann jetzt mal zum Vergleich, kann ich hier mal die Hand reinstecken bis zum Rad hier. Also das ist so viel. Also das ist mit Sicherheit ein schön gut ausgefüllter Radkasten. Der muss jetzt nicht zwingend eine Spurverbreiterung haben. Ist beim Daily natürlich absolut nötig. Das Besondere ist bei der Aufbaubreite jetzt insbesondere. Ne? Ja, beim Loftliner, du hast die gleiche Doppelbodenhöhe wie beim Palace. Das ist eigentlich ein Palace. Das ist, weiß nur keiner. Das, aber jetzt wissen die Leute das. Jetzt sollt ihr wissen. Der ein oder andere guckt ja doch das Format. Ne? Ja, es ist also von der Größe her ein Palace. Liner heißt halt, da ist ein LKW drunter. Das 24 ist, Volt. Ja, 24 Volt. Hat aber eine 12 Volt Bordtechnik. Und wenn du noch einmal ganz hoch fährst, sei doch nochmal so lieb, dass wir den einmal. Ich glaube, wir haben noch genug Luft auf dem Kessel. Das lassen wir nochmal. Lass mal immer an, aber das können wir auch gleich mal zeigen. Also das Ganze geht so schnell, da braucht ihr also nicht zu warten, bis irgendwas da passiert, sondern er fährt ihn jetzt mal hoch. Er ist schon krass schnell. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt ist er sogar schief. Jetzt läuft man den Berg hoch und das macht er auch des Öfteren. Besonderheit hierbei ist,
Die Druckluftbremse und die Motorbremse, das sind also zwei Dinge. Also wer sich auskennt, da ist eine richtig professionelle Bremse drin, der, wenn du da bremst, der steht. Der steht, ja. Also wenn du hiermit bremst, dann hast du eine Bremswirkung, die ist schon exorbitant, weil das ist halt eine komplett pneumatische Bremsanlage drin, wie das auch in den großen 40-Tonnern halt dementsprechend ist. Der hat auch so, du musst, wenn du den ein bisschen länger steht, das kennst du, dass man Luft pumpen muss. Ja, du musst erstmal ein bisschen laufen lassen, das dauert ungefähr eine Minute, zwei und dann kannst du losfahren. Das geht schon relativ schnell, wenn du den im Standgas so laufen lässt, dann dauert es vielleicht zwei Minuten und wenn man die Drehzahl ein bisschen erhebt, ist das auch in 30, 45 Sekunden erledigt. Ja. Besonderheit hier auch noch, wir haben die wichtigsten Extras reingemacht, wirklich die allerwichtigsten und zwar Solaranlage ist drauf, eine 4 Platten, Original Büttner ist eingebaut worden. Genau. Von Egge und Wels, also von einem Morelo Vertragspartner haben wir das Ganze einbauen lassen, dann ist drin eine Klimaanlage habe ich einbauen lassen, aber diesmal was ganz Besonderes. Soll ich mal zeigen? Ja, zeig mal bitte. Denn das ist so, du fährst selber ein sehr luxuriöses Fahrzeug, wo man die Klimaanlage nicht hört. Genau, ich habe bei mir auch eine Unterflugklimaanlage drin, das heißt 3 Stück an der Zahl. Und das Fahrzeug hier hat eben auch die Truma Saphir drin. Und das Schöne halt bei der Unterflugklimaanlage ist, die ganze Kühl-Wärmeeinheit, die sitzt hier halt im Doppelboden drin. Das heißt, die läuft eigentlich völlig geräuschneutral. Man hört die innen drin nicht laufen. Kaum, ja. Ja, also fast gar nicht. Da muss man wirklich, muss es ganz leise sein in der Nacht, dann hört man sie vielleicht laufen. Und innen wird dann über feine Ausströmer, die schauen wir uns dann gleich nochmal an, wird dann die kalte Luft in Deckenhöhe, wird die ausgeblasen. Und warme Luft besteigt ja bekanntlicherweise nach oben und somit bringe ich die warme Luft nach unten ins Fahrzeug und lasse von oben, fülle ich quasi immer kalte Luft bei. Das ist super, super angenehm und vor allen Dingen in der Nacht, ich kann die laufen lassen, weil die keine, ich habe eigentlich keine nennenswerte Geräuschentwicklung macht. Also ist sehr leise. Ja, dann der weitere Vorteil ist, du hast nicht diesen riesen Luftzug, den du ja immer in eine Richtung hast. Und was mir wichtig war, wirklich die Geräuschentwicklung. Also meine Frau, die hat gesagt, ich mach die Klimaanlage aus, die ist so laut, die zieht. Und da habe ich gesagt, komm, es muss doch eine andere Lösung geben. Und das können wir uns gleich mal drinnen angucken. Das wurde auch von Fairegge und Wels eingebaut, also von einem Morelo-Vertragspartner. Dann haben wir rein konfiguriert, ganz wichtig, das Thema zentrale Klappensteuerung. Das zeige ich euch mal. Und zwar, ihr müsst nicht, genau, da sind zwar noch Schlösser drauf, ja, genau. Aber wenn du gerade noch mal kurz öffnest, dann zeige ich das mal. Da ist ab Werk eingebaut, ab Werk wohlgemerkt, diese Elektrik. Und die funktioniert nicht über Kontaktnehmer. Das ist nämlich, ich sag mal, ein bisschen unzuverlässig, sondern über ein Kabel. Und das Kabel funktioniert immer. Vorher waren da so Kontaktnehmer, wenn du zugemacht hast. Und wenn du jetzt mal schließt, dann alles, was man machen muss, um zu verschließen, man geht hin und drückt hier drauf, drückt auf die Taste, dann werden alle Klappen verschlossen und wenn es dreimal blinkt, das macht's jetzt. Hast du gesehen? Es ist zu. Ist zu. Kann ich probieren? Ja, kannst du mal probieren. Wir testen, ob das funktioniert. Es funktioniert. Ist zu. Das heißt, man braucht nie wieder einen Schlüssel mitnehmen. Ja. Und das war mir so wichtig, dass ich gesagt habe, du kennst das, du hast 8 Klappen, du weißt nicht, sind alle zu? Das ist wirklich furchtbar. Ich habe das bei mir leider nicht. Du läufst ständig mit dem Schlüssel rum, du bist jede Klappe am Auf- und Zuschließen. Das ist leider so, ja. Ja, es gibt zwar im Zubehör ein System, wo du über Funk sehen kannst, ist sie auf oder zu, aber der ganze Aufwand, nachträglich sowas einzubauen, eine Arbeit, die Vater und Mutter erschlagen hat. Also wirklich, bitte nicht machen. Ja. Bitte nochmal öffnen, dann zeige ich dir noch was Schönes. Ja, also die Unterflugklimaanlage ist in der Nachrüstung auch wirklich schwierig. Man braucht natürlich A, den passenden Einbauort. Das bietet sich natürlich hier bei dem Morelo mit dem Doppelboden an, die hier hinzusetzen. Und es müssen natürlich auch diese Luftschläuche, die hier sind, die dann die Kaltluft dann zur, ich nenne es jetzt mal, Entnahmestelle bringen, die müssen natürlich auch erstmal durchs Fahrzeug gebracht werden und dann zur richtigen Stelle oben im Dachhimmelbereich müssen dann die Ausströmer montiert werden. Also das ist schon sehr viel Aufwand. Also Fairegge und Wels hat das perfekt gelöst, meines Erachtens. Ja, muss man sagen, haben die wirklich gut gemacht. Also ich schaue da ja auch mit einem fachlichen Auge drauf. Das ist wirklich sauber verarbeitet. Also hättest du mir jetzt nicht gesagt, dass es nachgerüstet ist, das hätte ich auch für eine Werksarbeit abgenommen, ja. Ja, gibt es in der Preisliste bei Morelo nicht, aber ich habe gesagt, es muss nicht immer eine Dachklimaanlage sein. Der Vorteil ist natürlich, wir haben oben auf dem Dach 4 Solarplatten von Büttner und haben nochmal Platz für 6. Das heißt, du kannst 6 nachrüsten im Moment. So, und dann eine Besonderheit, wir haben eine Dimm-Einrichtung hier mit verbaut. Und zwar haben wir nicht nur die Markise komplett voll integriert, auch die hätte man weglassen können. Haben wir natürlich mit rein konfiguriert. Die habe ich noch nie rausgefahren, wenn du magst. Ich habe alle Fernbedienungen. Ach so, das ist die Fernbedienung drin. Ja, ich habe alle Fernbedienungen oben reingeklettet. Das kann man gleich mal zeigen. Aber
Die geht per Motor rein und raus. Und da hat der Robert von Morello, der Geschäftsführer, hat gesagt, die musst du mitkonfigurieren. Ja, weil ich wollte ja Gewicht sparen. Du wolltest ja, ich wollte ein fahrfähiges Auto haben. Eine elektrische Markise bei so einem Auto, muss man nur mal sagen, das gehört einfach dazu. Du magst sie mal kurz rausmachen? Dann gehen wir so mal. Gerne, gerne. Du hast die Fernbedienung liegen? Warte, ich komme mit, dann sage ich es dir. Geh vor. Sind wir drin. Gleich kommen wir zu dem schönen Innenraum. Also dieses Fahrzeug habe ich mir persönlich konfiguriert. Genau, das ist er. Zieh mal ab. Ich habe mir die alle so ein bisschen reingeklettet. Da geht es ja nicht verloren. Ich gehe mal raus, dann können wir das zeigen. Ich habe die Dimm-Einheit deaktiviert. Muss der Spannungsverteiler an sein? Nee. Doch, der muss an sein. 230 Volt muss an sein. Kann sein. Guck mal gerade, ist aus. Dann kann das ja nicht gehen. So, 230 Volt angeschaltet. Ich wollte das sagen, weil der Zuschauer muss vielleicht wissen, die läuft auf 230 Volt. Das heißt, wenn wir jetzt, externen Strom dran hätten, dann würde die schon über den Kabel halt gehen. Und ansonsten muss halt der Spannungswandler eingeschaltet sein. Ich habe den Spannungswandler bei mir im Auto immer an. Ich weiß nicht, machst du den immer an und aus? Ich habe den immer an. Die haben bloß gerade eben, der ist durch die Aufbereitung bei dir gelaufen. Der Kollege hat ihn wahrscheinlich kurz ausgemacht. So. Kannst raus oder stoppen? Nee, kannst stoppen. Ist okay. So, und das Ganze geht auch wie von Geistern wieder rein. Ja. Also Thule Omnistor, volle Breite. Ich denke, das dürften so 5 Meter. Ja, ich hätte gesagt, es geht gut und gerne. 5 Meter sind sicher, vielleicht sogar 5,50 Meter. Komm, wir machen mal schnell. So, da ist sie drin. Also, da hat Robert gesagt, bitte reinmachen. Sind 5 Meter. 5 Meter. So, die sind drauf. Also, das Ganze ist auch komplett versenkt. Also wir fassen mal zusammen. Die Truma Saphir, die Zentralverriegelung habe ich reingemacht. Die Komfortaufbautür natürlich, die Serie. Das heißt, du hast hier eine Funkfernbedienung, die habe ich rein konfiguriert. Mhm. Das bedeutet, du hast, wenn du mal gerade den Schlüssel, ist er drin? Der hängt im Zündschloss. Können wir mal gerade zeigen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal könnt ihr dieses Fahrzeug über diesen Code aktivieren. Das ist hier. Oder, was ich persönlich natürlich sehr gern benutze, einfach zumachen und jetzt auf der Fernbedienung auf geschlossen drücken. Und jetzt versuch mal aufzumachen. Geht ich jetzt schon zu? Ist jetzt schon zu. Ja, das geht ratzfass und vor allem geräuschlos. Ne? Man muss also genau deswegen aber auch nochmal hinfassen, ob sie wirklich zu ist. Weil es gibt keinen Klick und keinen Klack oder so. Ja. Die ist einfach halt zu. Da ist halt einfach in dem Augenblick ist halt hier die Elektrik über den Taster ausgeschaltet. Ja. So, und da hat die große Aufbautür, die Composite-Aufbautür, ja, die auch in Feuerwehren verwendet wird. Korrekt, die ist also auch absolut einbruchsicher. Die Türe macht auch schon richtig was her. Auch mit dem Zahlenschloss ist ganz schön. Man muss nicht immer unbedingt den Schlüssel mitnehmen. Da kann man auch, wenn man dann am Strand ist, nur mit der Badehose bewaffnet unterwegs sein. So, konfiguriert habe ich den großen Kraftstofftank, 180 Liter. Ja, das ist dann ausreichend. Bei dem Verbrauch, den du eben gesagt hast, sind dir da richtige Reichweiten realisierbar. Also es ging mir mehr darum, günstig zu tanken, weil ich ja in mehreren Ländern tanken kann dann. Mhm. Also du kriegst Reichweiten hin, realistisch von etwa 1000 Kilometer, wenn du es drauf anlegst, 900 garantiert, aber ein Tausender ist drin. Ja. Vielleicht noch hier Elektro. Genau. Da hast du ja eben die gefeiert wieder. Ja, da habe ich eben gesagt, das muss man einfach sagen, das hat der Reinhard Löhner drauf. Da, wo der Kunde hinguckt, das ist einfach perfekt verarbeitet. So gehört sich das, das ist schon sauber gemacht. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass da, wo der Kunde nicht hinguckt, das anders ist. Aber ich als Kunde will halt eben sehen, dass hier wirklich ordentlich und vernünftig gearbeitet wird. Und das sieht man hier einfach direkt auf den ersten Blick. Da ist übrigens die Solaranlage, die wurde nachgerüstet. Siehst du es? Ja, das sieht man. Dass das nachgerüstet wird, oder dass das der Regler ist? Dass der Regler da ist. Nee, dass es nachgerüstet ist, das sehe ich jetzt nicht. Warum muss ich das sehen? Nee, das sieht man nicht, weil es wurde von einem Werkskundendienst, also von einem werksautorisierten Kundendienst, Felge und Wels nachgerüstet. Ja. Und es soll so sein wie ab Werk. Das ist ja wie original. Das ist auch alles Erstausstatterqualität. Da ist ja Büttner dann drin bei dir jetzt. Ja. Ich habe eben gesehen, als ich in die Heckgarage reingeguckt habe, da hängt auch von Büttner die Einheit drin, also dieses Kombi-Ladegerät halt mit 3000 Watt Spitzenleistung. Nee. Dauer. Dauerleistung, der, sorry. Weißt du, was der Spitze kann? Ich glaube 6 kW, ne? 4,7 habe ich Dauer schon mal für 2 Minuten gehabt. Mhm, ja. Soll man nicht machen. Und Spitze hast du, glaube ich, 6, meine ich, ne? Ich glaube, ja. Ja, ich meine, also, das ist immer ziemlich doppelt. Und die Lithium-Ionen-Batterien von Super B, die hier drin sind, die 210er, das ist auch absolut ausreichend. Das sind 420 Ampere. Ja, sorry.
so lange, glaube ich. Und dann hat man noch Solar drauf. Und noch Platz für zwei weitere. Da geht noch zwei da rein. Aber ich würde das Auto auch autarkietechnisch nicht anders konfigurieren. So, warum? Bitte nicht wundern. Zwei verschiedene Aufkleber drauf. Die zweite Batterie, da waren zunächst eine drin. Mhm. Und die zweite Batterie hatte ich noch. Die hatte mir nämlich praktisch Morelo für eine Aktion mal gespendet. Die habe ich dann hier eingebaut. Die war nagelneu. Ah, okay. Die haben sie im Werk eingebaut für mich. Also zwei Batterien hat er jetzt. Okay, ja, wie gesagt, also 420 Ampere jetzt hier addiert. Das Original Super B. Sollte mehr als ausreichend sein, ja. Ja, schönes Detail hier. Ist wirklich die große Garage, die ich absenken kann auf ein Niveau. Das haben wir eben gesehen. Jetzt steht er ja ganz oben. Durch die Luftfederung natürlich, ja. Durch die Heckluftfederung kann ich die so weit runtersetzen, dass ich die E-Bikes einfach reinheben kann. Ja, aber auch ein Motorroller geht da ganz bequem rein. Ne? Da kann man super einladen. Ja, Zoo-Ösen sind mit drin. Die Zentralverriegelung auch hier hinten, das sieht man hier. Das Ganze ist motorgesteuert. Hier muss ich also nichts irgendwie noch verschließen. Und ich habe die Zoo-Ösen mit drin und natürlich die Steuerung für die Heizung in der Heckgarage. Genau, für den Winterurlaub, damit da schön die Schuhe getrocknet werden können. So, hier habe ich noch richtig viel Stauraum. Das heißt, hier auf der anderen Seite mache ich noch auf gerade. Ja, können wir gerne machen. Vielleicht noch. Das sieht wirklich so süß aus. Unser kleiner Mini-Liner, ja, der Kompaktline. Jetzt ist natürlich auch gemein, der Morelo hat auch noch die Luftfederung komplett ausgefahren. Guck mal aufs Display. Ja, das ist echt putzig. Das sieht fast so aus, als wenn man Kompaktline da reinfahren könnte. Also ich bin sowieso der Meinung, der Trend geht zum Zweitmobil. Ne? Achso, hinten in der Garage. Ja, genau, korrekt. Ja. So, hier Anhängerkupplung, wo wir gerade dabei sind, habe ich konfiguriert. Anhängerlast gehe ich mal davon aus, dass der 3,5 Tonnen hat. Ja, hat er. Mhm. Nee, 3,2 hat er. Okay, so, ja. Der ist, irgendwas war da, ich glaube, er hat 3,2. Okay. Und dann hat er, was haben wir noch reingemacht? Doppelschutter-Rückfahrkamera, ja. Mit dem großen Garmin-Navigationssystem. Das heißt, also so leer ist er gar nicht. Wir haben wirklich Garmin Veo, das habe ich bei mir im Fahrzeug auch drin. Ich möchte kein anderes Navigationssystem mehr in meinem Auto haben. Da gibt es dann auch von Garmin noch diese App dazu, wo ich jetzt quasi hier über die Garmin Drive hier, da sieht man im Grunde genommen jetzt schon das Ziel an mein Auto senden kann. Ich kann, falls ich ganz verblödet bin, mein Wohnmobil vergessen habe, wo es steht, 15.42 Uhr, also man sieht, es steht quasi direkt hinter mir. Das ist genau das gleiche hier mit dem Morelo, das ist das gleiche Navigationssystem. Ist ein super System. Ist aber extra, muss man extra bezahlen. Du kannst den Bildschirm kannst du auch abnehmen, kannst da mit ins Bett nehmen und kannst da abends schon mal deine Routenplanung machen für den nächsten Tag oder so. Ja, dann habe ich mit rein konfiguriert. Full LED, das werden wir gleich vorne sehen. Also die Scheinwerfer in LED kostet auch nochmal ein gutes Stück Aufpreis. Aber war mir wichtig, weil gute Sicht ist unersetzbar. Da hinten drin die Klappe nochmal, hier kann man drauf sehen. Ich persönlich habe hier die kleine Klappe gelassen. Hintergrund war der, ich habe die große Klappe auf der Fahrerseite nie, die große nie geöffnet. Ja, und so. Die Fahrräder habe ich immer über die andere Seite entladen. Und da habe ich wirklich gesagt, also da brauche ich den Aufpreis nicht für die zweite große Klappe. Und ich habe jetzt gesehen auf der Messe, viele Messefahrzeuge von Morelo hatten auch nur die kleine Klappe auf der Seite. Also sind wir mal ehrlich, was mache ich? Ich schiebe mein Fahrrad hier rein. Wenn ich jetzt einen Fahrradträger hier drin hätte, dann befestige ich bestenfalls hier hinten mein Hinterrad mit einer Klammer oder mit einer Schloppe halt. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt die Riesenklappe mit dazu. Es geht um Gewicht. Ich sehe auch nicht die Notwendigkeit. Jetzt sagen Leute, ja, die wiegt ja genauso viel wie die kleine, aber es ist immer ein Kilo da, ein Kilo da. Wir haben hier sinnvolles Zubehör reingemacht. Das auch, ja, aber natürlich die alte. Es gibt einen Stuttgarter Fahrzeughersteller, da kannst du so ein Paket kaufen, so ein Weissach-Paket. Da sparst du dann irgendwie 45 Kilo, kostet dann 12.000 Euro. Ne? Also Kilos zu sparen ist schon ein Riesenaufstand. Jetzt gerade, wenn man wie du unter 7,5 Tonnen bleiben möchte, wegen dem Führerschein. Und klar, wenn ich hier eine Klappe weglasse und spare da gleich wieder 2-3 Kilo, das summiert sich ja auf so ein Auto. Ging mir gar nicht um den Führerschein. Weißt du, worum es denn ging? Nee, ganz ehrlich gesagt. Es ging mir um die Fahrsicherheit. Das heißt, du hast natürlich dadurch, dass du hier keinen Retarder brauchst, durch die Motorbremse, an Passstraßen brauchst du nicht zu bremsen. Das ist unglaublich, das muss ich dir gleich mal zeigen. Das kennst du von deinen LKWs, die du selber hast. Ja, die Motorbremse ist so effektiv hier bei dem Auto, dass du, ich sag mal, die normalen Bremsen schonst. Also ich habe bei mir auf dem Reisemobil jetzt über 120.000 Kilometer drauf und noch die ersten Bremsbeläge. Ja, weil wirklich alles über die Motorbremse halt gemacht wird. Ist hier genauso. Also hier siehst du Druckwasserpumpe drin. Ja. Aldeflow, übrigens ganz witzig, habe ich nicht gebraucht.
weil ich den Trick jetzt habe, ich stehe 10 Minuten früher auf, schalte die Heizung auf heiß und dann funktioniert super. Also das war. Ich habe die gleiche Heizung bei mir auch drin. Ich habe auch die alte Flo nicht drin. Bei mir würde die auch platztechnisch jetzt gar nicht mehr reinpassen. Die ist natürlich super, keine Frage. Aber du gehst halt einfach hin, setzt die Vorlauftemperatur etwas höher, dann hast du 65 Grad heißes Duschwasser und dann kommen auch zwei Personen, die hintereinander duschen. Und jetzt habe ich da gerade eine Badeoase draus, man kommt gut damit hin. So, Reifenzustand, 11.000 Kilometer, da sind LKW-Reifen drauf, also Zustand ist fast wie neu. Dann ganz wichtig war mir, 120 Liter Gastank. Ganzer Winter kommst du damit hin, ja. Also das sieht man hier, der ist hier drunter. Wenn du mal gerade hier drunter, wenn du mal drunter fährst, dann müsste so ein kleiner Hebel sein, und den mal öffnest. Dabei ist auch ein Gasfilter. Da sieht man ihn. Also da ist ein riesen Gastank, diesmal in schwarz. Normal sind die ja, der hat rot. 120 Liter, ja genau. Warum ist der jetzt schwarz? Hast du unter Bodenschutz noch machen lassen? Anderer Hersteller. Ah, okay, weil ich kenne die auch eigentlich nur mal rot. Ja. Hm? Also das ist die Tankbefüllung. Der Filter ist dabei. Das war auch diese Box, wo es hinten drin ist. Da ist ein riesen Einfüllfilter dabei. 120 Liter Gastank. Da brauchst du wirklich nicht mehr tanken gehen. Dann natürlich Festtanktoilette hier eingebaut. Eine Keramiktoilette oben. Ich glaube, 300 Liter Fäkaltank, kann das sein? 300 Liter, ja. Ja, ich meine auch. Ne? Mhm. Ja, also da kriegst du schon eine ganze Zeit lang, kannst du deine Geschäfte erledigen. Da macht man Anfang des Urlaubs einmal leer und am Ende des Urlaubs einmal leer, ja. So, das ist ein spezieller Filter, der kann eingebaut werden, weil ich hatte bei der, wenn du das Grauwasser ablässt, dann erzeugst du einen Sog. Ja. Und der Sog zieht dir die Siphons leer. Das stimmt, ja. Und damit, ich sag mal, das nicht passiert, damit es dann anschließend stinkt, gibt es hier einen Filter, den habe ich jetzt nicht eingebaut. Also ihr müsst Folgendes machen, wenn ihr praktisch das Wasser abgelassen habt, ja, komplett, also das Grauwasser, ja, dann müsst ihr einmal die Siphons einmal füllen. Das dauert ein paar Sekunden, weil sonst kann es passieren, dass von unten natürlich ein bisschen Geruch hochkommt. Das kann man aber vermeiden, indem man diesen Carbon-Filter, der liegt dabei, den habe ich nur noch nicht eingebaut. Der wird hier dazwischen... Da oben, glaube ich, dazwischen geschaltet. Da gibt es eine Anleitung dazu. Da oben kommt er rein, siehst du? Ja. So, da kommt er rein, irgendwo da. Und da wird er eingebaut und dann riecht es auch nicht mehr. Ich wollte ihn nur nicht in Betrieb nehmen, weil das Auto ist 6 Monate alt. Das kann der neue Besitzer, mich hat es nicht gestört. Das ist quasi eine reine Geruchsbremse. Reine Geruchsbremse. Tank und den, ich sag mal dann, leer gesaugten Abwasserrohr. Korrekt, genau. Okay, habe ich so auch noch nicht gehört. Ja. So, das ist dabei, damit eben genau das in dem Fall, das ist die Fahrstellung, ganz wichtig, 100 Liter. Das heißt, ich habe ja eben erwähnt, wir sind ohne Fahrer bei etwa 6, 8, 20. Die dröhst du auf und dann läuft der vollautomatisch auf 100 Liter raus. Genau so ist das, ja, dafür ist das da. So, und dadurch habe ich natürlich noch mal bis zu 200 Liter, 200 Kilo mehr Zuladung, die ich dann fahren kann. Aber ganz ehrlich, ich habe die 600 Kilo, die waren so ausreichend, die ich da hatte mit mir. Da war ich schon mit drin. Ich habe mich jetzt mal mit 100 Kilo gerechnet, ich wiege ja keine 100. Aber ich hatte mal einen Schäferhund, wenn der nass war, der war genauso schwer wie du. Ah. Hast du 70, 75 Kilo? Nee, ich habe 87 im Moment. Oh, okay, alles klar. Genau. So, oben über dir? Ja, da ist er. Ja. Da ist er. Das ist eine Besonderheit. Wir haben eine Du-Control natürlich eingebaut. Das heißt also jetzt keine Du-Control, sondern ich glaube ein Karamatic heißt das. Macht das Gleiche? Das ist gleiche Funktionsweise. Es sind auch die Gasfilter sind mit verbaut. Und im Regelfall, sage ich jetzt mal, kommt man ja mit dem Tank gut hin. Wenn ich jetzt in den Winterurlaub fahren würde, dann würde ich vielleicht noch mal als Backup zwei Gasflaschen reinmachen. Aber ich komme bei mir auch mit den 120 Liter Gas. Den ganzen Sommer komme ich damit aus. Also ihr könnt hier zum Beispiel Schläuche reinmachen. Das hier kann man noch benutzen zum Transport von Sachen. Man kann auch einfach zulassen. Also weniger ist mehr bei dem Reisemobil. Das ist manchmal so, ja. So, dann hat man hier die Besonderheit, durchladungsfähige Riesenklappe. Also hier kannst du wirklich viel durchladen. Da ist noch ein kleiner Wechselrichter mit dabei. Das ist das Ladegerät, glaube ich. Das ist das Ladegerät. Das müsste das Ladegerät sein für die Starterbatterien, die hier vorne drin sitzen. Das könnte sein, ja. Ja, das muss so sein, ja. Jetzt bin ich doch mal überfragt. Ja, gut, okay. Wir mutmaßen, wir sind ja nicht so ganz
branchenfremd. Was ich sehr schön finde, ist, dass das Fenster wirklich komplett eine plane Fläche ist. Und das Fenster, das ist ja logischerweise zum Öffnen, aber das ist jetzt kein elektrisches, sondern das manuelle, ne? Das manuelle, ja. Warum? Okay, ratzfatz. Kann ich ehrlich sagen, ich zeig das gleich mal. Du sitzt da, ja, du hast es schneller geöffnet, ja, als... Ja, natürlich, auf jeden Fall. Bloß die Beifahrerseite. Ja, das wollte ich gerade sagen, bloß die Beifahrerseite. Aber wenn du hier einen am Weg fragen müsstest, ich meine, im Zeitalter der Navigation kommt das ja kaum noch vor, der würde dich ja eh gar nicht sehen, weil wenn man sieht, wenn ich hier neben stehe, ich bin 1,82, wie wahnsinnig hoch dieses Auto also ist. Ne? Mich haben Leute gefragt, vorne die Feder, Luftfederung vorne, gibt es nicht. Dann wiegt die zu viel und dann fahren wir zwei gleich mal. Wir fahren mal über den Hof und da wirst du mir sagen, du brauchst sie nicht. Ich habe noch nicht mal die Schwingsitze eingebaut, obwohl ich ja Druckluft schon habe. Wäre das nicht das Problem gewesen, weil der so butterweich vorne federt. Das ist ein LKW, der hat Fahrkomfort. Du hast hinten die Luftfeder mit drauf. Das ist so ein Träumchen, also dass ich gesagt habe, ich habe es nicht gebraucht. Also dann kann man sie auch nicht konfigurieren, aber sie ist nicht nötig. Also du fährst damit selbst über Schlaglöcher, du spürst es nicht. Es ist natürlich immer ein bisschen schöner, wenn du die Luftfedersitze hast, aber 70 Kilo, glaube ich. Ja, das zum einen, aber ich muss noch mal bestätigen, der Sven ist wirklich, also mit ganz schwerem Herzen trennt er sich gerade hier von dem Morelo. Ich weiß gar nicht, warum er es überhaupt macht. Das ist wirklich. Der neue ist schon bestellt. Ach so, ich kann ja sagen, was wir kriegen. Wir kriegen einen Alkoven. Jetzt Alkoven, ja, okay. Ja. Ist wirklich ein tolles Fahrzeug und der heult hier so hinterher. Ich habe leider keine Taschentücher dabei, sonst hätte ich mal eins rausgeholt für dich. Der ist jetzt 7 oder 8 Monate alt. Ja, und hat was gelaufen, ich glaube 11. 11, oder so, 11 ne? Irgendwas, ja. Und hat Fahrassistenzsysteme, so ja, wie ich sehe. Ne? Genial, also das ist so. Der hat aktiver Abstandstempomat, Radar. Genau, radarbasierend und kamerabasierende Fahrassistenzsysteme. Ja. So, sag mal, da unten ist der Radarsensor mit drin. Der funktioniert so zuverlässig, also nichts gegen Daily. Mhm. Der Daily schaltet sich regelmäßig aus, wenn es mal regnet oder schneit, durchaus. Habe ich also, beim PKW auch schon mal, ja. Hast du auch schon mal. Mhm. Hier ist so genau, dass du einfach auf die praktisch Tempomat-Taste drückst, erhält den Abstand zum Vordermann. Ja. Du kannst auch nicht einstellen, mehr oder weniger. Das ist eingestellt für LKWs. Okay. Funktioniert. Bremst allerdings, muss man sich dran gewöhnen, weil der bremst vollautomatisch, bremst auch ab, ja, macht die Motorbremse automatisch an. Aber wenn er merkt, der Abstand, und zwar ist der so, dass der einen dynamischen Abstand hält. Das habe ich noch nie erlebt. Das heißt, du fährst dahinter. War geschwindigkeitsabhängig. Nee. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber er geht nicht hin und versucht immer 40 Meter immer konstant einzuhalten und bremst dann immer hin und her, sondern lässt auch mal näher ranlaufen, geht auch wieder weiter zurück, so dass man den wirklich benutzen kann. Ja, damit das halt eben nicht so nervig ist. Ne? Macht der auch, wenn der Vordermann jetzt bremst, der auf einmal abrupt? Macht der das, bremst so sehr, dass... das wollte ich wissen. Da muss man sich einmal dran gewöhnen. Also wenn dieses Fahrzeug bremst, dann bremst der. Das ist jetzt kein Spielzeug. Das ist, also wenn du da sanft auf die Bremse drückst, bremst er sanft. Wenn aber der eine Notbremsung macht, und das kann passieren, wenn du bist mal nicht abgelenkt, du bist abgelenkt. Der Notbremst ist immer an. Das ist richtig krass, ja. Kannst du nicht ausschalten. Kannst du nicht ausschalten. Das ist ein Sicherheitselement bei LKW. Safety first, ja. Ja, safety first. Und dann bremst der und dann ist der aber so auf der Stelle, das ist Wahnsinn. Ja, das ist ja schon gut so. Weil ich sag mal, es sind ja schon genug Unfälle passiert, wo LKW-Fahrer eingeschlafen sind oder Stauende übersehen haben. Und deswegen finde ich ganz gut, dass da so eine passive Sicherheit eingebaut ist, die dann halt auch das Fahrzeug bis zum Stillstand abbremst. Ne? Das sind deine LED-Scheinwerfer. Full LED. Fürs Fahrlicht, ja. Und das gleiche dann nochmal fürs Fernlicht. Ne? Und natürlich die Tagfahrlicht. Und die sehen richtig schick aus. Dann eine Besonderheit hier auch noch ein. Oben ist ein kamerabasierter Spurhalteassistent, ja. Der ist aber passiv. Der piept nur, ne? Der piept, ja. Aber sehr praktisch. Mhm. Haben wir immer an. Okay. So, wir gucken mal rein. Die Höhe, das ist das, was viele nicht wissen. Hier sieht man es eigentlich ganz gut. Wenn wir den lieben Andreas mal daneben stellen, das können wir gleich mal machen. Genau, du bist 1,82 Meter. Also man kriegt dich zweimal rein. Das hat aber auch einen Grund. Das Fahrzeug ist 3,70, glaube ich, mit den Aufbauten. Also du hast einen richtigen Männer. Ist schon eine Nummer, ne? Ja. Also das ist, deswegen haben wir eigentlich diesen Super Lightweight bisschen mal daneben gestellt, dass wir das mal sehen. Also das ist schon ein richtig ausgewachsener, kleiner LKW.
Aber du kommst da an und alle fragen, da brauchst du mal einen großen Führerschein für. Ja, der sieht natürlich total imposant aus, durch die Höhe halt eben dementsprechend. Den kannst du auch für ein 10-Tonnen-Chassis laufen lassen. Ne? Ja. Oben, Besonderheit, 2022er Modell, oben der Spoiler ist weiß. Okay, der war vorher? Schwarz. Und der hatte immer das Problem, in der Sonne ist die Farbe abgestorben. Verblichen ist, ja. Und das hat man jetzt geändert, hat das Hochglanzweiß lackiert, ist jetzt weg. Dann wird die auch nicht mehr so heiß. Und die ist mal nach 3-4 Jahren ist die Farbe kaputt gegangen. Okay. Und wurde dann so, wie nennt man, stumpf. Ja, das sieht ja jetzt stimmig aus auch. Ne? So, dann Echtglasfenster hier. Gleich der Grundriss, 82 LB, Längsbetten. Wir haben drinnen aber extra reinkonfiguriert. Eine Besonderheit, wir haben die Liegewiese reinkonfiguriert. Ja, das finde ich cool. Also 1.300 Euro. Ja, ist wirklich mega. Also da kann man im Bett längs, quer, diagonal, da kann man in allen Richtungen schlafen. Da fällt nicht mal die Bettdecke da runter oder das Bein hängt raus. Das ist wirklich absolut genial. Ich schlage vor, ich weiß gar nicht, haben wir hier schon reingekommen? Nee, können wir gerne mal reinschauen. Das gehen wir noch mal gerade rein. Nee, hier haben wir tatsächlich noch nicht reingeguckt. Ja, genau. Also hier kannst du schön durchladen, einmal quer. Und da ist auch wirklich vernünftig Platz drin, dass man auch große Sachen mit einbringen kann. Ja, die Länge, ganz wichtig, war so entscheidend, dass ich gesagt habe, das ist so ein kompaktes, schönes Auto. Damit kriegst du überall einen Stellplatz mit 8,60 Meter. Überleg mal. Vor allen Dingen ist der wendig. Ich habe das ja eben gesehen, wie du hier rangiert hast. Der fährt hier durch, als wenn es ein Pkw wäre. Ne? Weil er einfach sehr, sehr wendig ist. Ne? Der Rampenwinkel, das Ganze hebt sich hinten an. Auf der Fähre, kein Problem. Luftfederung hoch. Ideal. Guck dir mal, du kannst da drunter schlafen. Ja, du hast so viel Platz. Könnte man theoretisch, ja. Ich würde aber dann in die Heckgarage lieber einwandern. Ja, das stimmt. Ja. Dann getönte Scheiben haben wir drin. Das sehen wir gleich. Und wir gehen am besten mal rein, schauen uns das Ganze an. Also, Zulassung. Du hast die Fernbedienung. Einmal drauf. Ganz großer Tipp, darf ich dazu noch was sagen, zu der Fernbedienung von der Markise. Nie in die Hosentasche. Nie in die Hosentasche. Ja, weil das geht ratzfatz. Dann hat man einen dieser leichten Knöpfchen hier gedrückt und dann fährt die Markise aus. Und nachts. Nachts, ja, das ist natürlich das Allergeilste. Nee, das sollte man also machen. Macht es nicht. Hier vorne ist es drin. Also sieht man 7,49 Tonnen Gesamtzuggewicht, 10,7. Das heißt, wir sind hier bei, kann man gucken, das Vorderachse, Hinterachse, 10,7 minus 7,5 sind 3,7 okay. Tonnen Gesamtzuggewicht, die ich noch dranhängen könnte. Hier habe ich die, ja, die schöne Project 2000 Stufe, die eigentlich der Klassiker schlechthin, funktioniert, Stahl. Schön breiter Tritt auch hier, nicht so eine schmale Treppe ein. Hier kann man wirklich schön mit zwei Füßen auch drauf treten und da steht man wirklich satt drauf. Ne? Auch jetzt hier, wenn ich wippe, man merkt also das Auto, das schaukelt nicht gleich und innen drin die Gardinen fangen an zu wackeln. Das Auto steht wirklich schön satt da. Zustand, Kratzer, irgendwas? Hast du nichts, auch keine Gerüche, gar nichts. Das Auto ist wirklich neuwertig. Dann habe ich reinkonfiguriert, Echtleder, das helle Holz reinkonfiguriert für euch. Also derjenige, der ihn kriegt, das ist mein persönlicher. Zusammen mit Robert haben wir hier wirklich was konfiguriert, was uns beiden wirklich sehr gefallen hat. Und ihr seht es also hier an der Seite, Zentralverriegelung auf der Seite. Zum Thema Hubstützen habe ich schon gesagt, also ich habe sie nicht einmal gebraucht. Ich konnte immer mit der Luftfederung bei den 30 cm rauf und runter. Und, aber man kann sie optional natürlich einbauen, aber kostet natürlich Gewicht. So eine Hubstützanlage, was wiegt die für so ein Auto? 80 Kilo? Ja, 70, 80 Kilo. Ich habe ganz, ganz früher, da war ich noch kein Karthago-Händler, habe ich selber mal einen Concorde Cruiser gefahren, auch mit einem Eurocargo drunter. Und da hatte ich auch eine Luftfederung drin. Das konntest du, genau wie du gerade sagst, konntest du das wirklich mit der Luftfederung ausgleichen. Da war natürlich auch eine Hubstützanlage noch eine Seltenheit. In der Geschwindigkeit auch. Du bist auf dem Stellplatz, dann fährst du runter. Die Leute, ich hatte es einmal, weißt du, was mir passiert ist? Ich hatte es vergessen, dass ich die Luftfederung hatte. Bin draufgefahren, war schräg, bin nachts aufgestanden und habe sie dann abgelassen. Und das können wir euch gleich mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Fliegengitter, zeig mal bitte. Ja, warte. So, das läuft wie am ersten Tag. Und vor allen Dingen hier echt eine mega breite Türe hier. Ja, da kannst du wirklich bequem ein- und aussteigen, dann in Kombination mit dem breiten Tritt hier. Das ist also auch für richtige, ich sag mal, Pfundskerle. Ist das eine Eingangstür, wo man sich wohlfühlt? Dann habe ich nicht konfiguriert, das werdet ihr gleich sehen, wenn man reinkommt, das allererste Mal im Leben kein Hubbett. Ja, ich finde es super. Ich finde es absolut perfekt. Komm, wir gehen mal einen Schritt zurück da hinten rein, dass wir mal in das ganze Fahrzeug blicken. Ich mal einen Schritt mal durch und dann zeige ich euch mal, also das ist
euer Wohnbereich. Wir haben zwar nur eine Länge von 8,60 Meter, aber wenn du ganz hinten da mal durchrutschst, ja, mach ruhig mal die Schuhe. Geh du mal, soll ich durchrutschen? Ja, du kannst doch ruhig einfach mal reingehen, dass wir dich mal sehen, wie groß diese Liegewiese ist. Ja, das ist der Knaller. Das ist wirklich der Knaller. Super bequeme Matratze, sehr weich hier. Ja, und ich sag mal, zur Not, ja, kannst du hier auch querschlafen. Es macht eigentlich keinen Unterschied. Also ich würde sagen, das ist quer sogar noch länger wie in der anderen Richtung. Ja, du hast über 2 Meter an der einen Seite und über 2 Meter an der anderen. Das ist schon genial. Also diese zugebaute Ecke würde ich immer mit dazu konfigurieren. Ist ein Extra, kostet über 1000 Euro, habe ich reingemacht, ja, weil immer die Beine bei mir raushängen. Ich bin ein langer Kerl, so wie du. Die Beine waren draußen. Das Ganze kann man natürlich verschließen. Da ist eine feste Tür mit drin. Da kann ich zumachen. Und jetzt das Badezimmer natürlich, da gehen wir gleich mal drauf ein. Dann habe ich Folgendes gemacht. Ich bin ja gar nicht der Fernsehtyp, muss ich fairerweise sagen. Ich habe mir hier einen riesengroßen 32 Zoll ViewSonic 4K Monitor eingebaut, der direkt vorbereitet ist für Amazon Prime Stick. Da habe ich einen Prime Stick drin gehabt. Also den kann man kaufen für 20 Euro. Steckst du direkt rein, geht direkt. Hab mir hier von Ferge und Wels 12 Volt und 230 Volt legen lassen. Und das Besondere ist, du kannst den Router auf der Rückseite, kannst du einfach egal welchen Router nehmen und hier oben in die Ecke platzieren und der funktioniert gigantisch. Weißt du warum? Nee, wieso? Das Heck ist aus Kunststoff und nicht aus Alu. Ach, du bist verrückt. Ja. Ja gut, okay, das schirmt dann natürlich nicht ab. Das ist natürlich dann ideal, ne? Ja. Also hinten hast du so einen guten Empfang, da oben in der Ecke, mach mal bitte, dass wir das öffnen. Und da habe ich den Router drin gehabt, okay, habe den einfach nur reingestellt, ja, und hatte immer überall Internet und habe damit Fernsehen geschaut. Und das war ziemlich genial, habe aber, muss fairerweise sagen, ich gucke gar kein Fernsehen. Wir gucken abends vielleicht mal Netflix und gucke ganz viel auf dem Laptop, aber habe hier diesen riesengroßen 32 Zoll. Wenn du mal gerade so nett bist, den mal rausziehst, dass wir den mal sehen, den musst du einmal reindrücken. Genau, feste reindrücken, dann kommt er raus. Und da haben wir eine riesen Halterung mit drin und den kannst du dann verschieben, wie du willst. Also ein großer, riesengroßer 32 Zoll, allerdings in 4K-Auflösung, also richtig. Das ist natürlich echt Wahnsinn, ne? Ja. Ja. Also hinten 32 Zoll kannst du komplett in die Mitte schieben, mach mal bitte, dass du siehst. Also wenn du da Lust hast und den ganzen jetzt nochmal drehen, also da habe ich Wert drauf gelegt, haben wir viel mitgemacht. Du kannst direkt ein MacBook oder ein PC anschließen an den Monitor, ja, und ja, zwar in 4K-Auflösung. Das ist natürlich der Knaller, ja. Also ist mit drin. Vorne habe ich es offen gelassen, weil ich gesagt habe, also ihr habt ja eine Werkstatt. Das Thema Nachrüsten vorne TV, da gibt es 2 Möglichkeiten. Ich hatte aber mir was ganz anderes überlegt. Und zwar würde ich gern vorne einen LED-Beamer einbauen. Das war meine Idee, deswegen hatte ich keinen Fernseher drin. Ich zeige euch gleich wo. Der Grundriss hier, der ist klasse, zeigen wir euch gleich. Hier vorne habe ich 2 Haken, da kann ich meine ganzen Jacken, die habe ich hier aufgehangen. Und das ist natürlich, das war mir so extrem wichtig. Ich habe im Schlafbereich einen Max-Fan mit Lederbaldachin einbauen lassen. Das ist der leiseste Lüfter der Welt. Wenn du mal gerade so lieb bist, mach den mal an, dass wir den anmachen. Den kannst du nachts laufen lassen. Auf raus kannst du den laufen lassen. Dann geht er automatisch an. Auf wie viel Prozent steht da? Guck mal gerade. Ich guck gerade, kleinen Augenblick. 30. 30. Mach ihn mal auf 10%. So, den kannst du die ganze Nacht durchlaufen lassen, ja, auch wenn es regnet. Nicht laufen. Nee. Das ist für mich eins der idealsten Zubehöre überhaupt, weil es zieht die verbrauchte Luft direkt ab. Und wenn du jetzt hier über dem Bad noch die Dachhaube mit aufmachst, dann zirkuliert wirklich, da zieht der frische Luft an und die verbrauchte geht raus. Du hast immer ein frisches Raumklima im Fahrzeug. Aber es sieht nichts. Nichts, null, gar nichts. Das ist ein so tolles Zubehör vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich finde, das gehört in jedes Wohnmobil rein. Ja, ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einen Trick angewendet. Der ist ein Geheimtrick. Aber Geheimtrick? Ich habe da lange dran getüftelt. Ich hab ein ganz normales Mikrofasertuch genommen. Du kennst doch diese ganz normalen Mikrofasertücher. Ja, kennst du die? Ja, ja. Und habe hier Klettverschlüsse dran gemacht. Siehst du hier an der Seite? Ja, sehe ich. Und habe das Mikrofasertuch da drunter gemacht. Und dann hast du reinblasen lassen. Hast du reinblasen lassen, hatte keinen Windzug beim Reinblasen. Ja, ja, ach so, ich dachte, du läufst dann auf die Nummer Befeuchtungsklima. Nein, es ging was anderes. Es ging um das Thema Pollen bei meiner Frau. Ach du Schande, ja, und, stimmt. Allergiker. Und dann habe ich dieses Mikrofasertuch hier reingemacht. Ich habe es
Ich habe es leider drinnen liegen. Ich habe es rausgenommen, weil da kann jeder ein Standard-Mikrofasertuch an beiden Seiten. Das klettet man einfach nur rein. Dann ist A dunkel, weil du kannst zwar hier zumachen, aber es wird nicht richtig dunkel. Das ist so. Es wird ziemlich dunkel, aber nicht 100%. Ja, aber dann funktioniert der Lüfter ja nicht mehr oder zieht der hier an der Seite. Nee, nee. Und dann habe ich das Tuch reingemacht und dann, weißt du, was meine Frau gesagt hat? Jetzt zieht es nicht mehr. Ideal eigentlich. So einfach und effektiv. Manchmal ist so einfach. Also muss man... Also das war mir wichtig. Dann haben wir hier hinten 12 Volt und 230 Volt. Auf der anderen Seite nochmal 230 Volt. Ja, und vor allem USB ist doch da, ne? Meine ich zu sehen von hier USB aus. Ist da, ja. Ja, genau. Ist direkt da. Mhm. Aber die 12 Volt Steckdose, die habe ich mir nochmal hier hinlegen lassen. Und zwar eine große 12 Volt Steckdose, wo du also einen Zigarettenanzünder reinstecker, ist extra. Mhm. Damit ich diese Fast Charging Funktion für die Handys auch benutzen kann, weil die hier machen meistens nicht so viel Power. Ist so, ja. 2 Ampere oder so. 2 Ampere und da kannst du bis zu 10 Ampere rausziehen aus den Dosen. Und das ist wirklich viel. Dann habe ich hier per Klett, ist also nicht dran geschraubt, keine Angst, habe ich hier diese Fernbedienung gemacht. So, jetzt geht er automatisch zu. Der ist sogar temperaturgesteuert, den kann man immer laufen lassen. Und ich liebe Maxfan Leute, also ihr habt einen tollen Lüfter entwickelt. Ja, das stimmt. Also den verbauen wir ja auch sehr oft in der Nachrüstung. Das ist wirklich ein tolles Gerät. Wie gesagt, schon sehr, sehr effektiv in der Wirkung und halt eben.
Die Toilette, oft erwähne ich ja auch die Sitzhöhe, was ein großes Thema ist. Bei Leuten, die ein bisschen größer gewachsen sind, die auf der Toilette auch schon mal mehr als 5 Minuten verbringen, warum auch immer. Ich du. Soll es geben, wie sitzt man denn da? Also hier sitzt man wirklich perfekt drauf. Ich habe hier noch eine schöne Armstütze, wenn man so möchte. Kann die Beine gescheit ausstrecken. Also ihr hättet auch noch eine Zeitung, die hätte hier auch noch ihren Platz. Ja, ja, oben habe ich eine Entlüftung mit drin. Dann habe ich einen großen Schrank für 2 Personen, der so groß ist. Wenn du den mal bitte öffnest, also, über dir. Ich war gerade noch sehr also lieb. Ja. Eine Warmwasserheizung natürlich darunter, die können wir gleich mal zeigen. Sven, warte mal ganz kurz, da muss ich mal gerade darauf hinweisen. Das ist doch wieder was von dir. Ich sehe hier auf dem Pushlock ist so eine kleine Silikonlinse drauf. Die macht man ja immer drauf, damit man irgendwas schützen möchte. Ja. Oder damit, wenn irgendwas rappelt. Hast du das gemacht oder hat Morelo das gemacht? Nein, das haben die gemacht, damit der Druckpunkt besser ist. Ist das wirklich so? Ja, das ist so. Ich hätte dir das jetzt zugetraut. Nee, ich sag dir warum. Wenn man das jetzt öffnet, das könnte jetzt zum Beispiel den Spiegel beschädigen. Ja. Und da ich ja weiß, was du für ein Pingelchen bist, hätte ich jetzt dir zugetraut, dass du das gemacht hast. Aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann denkt Morelo schon wirklich weit mit, dass da so eine kleine... Es geht um die Frauen und die Fingernägel. Und die Frauen haben etwas längere Fingernägel. Ja, wenn du mal versuchst und stell dir mal vor, du hättest Fingernägel, die 2 Zentimeter lang sind. Und jetzt versuch mal, merkst du? Ja. Das ist höher. Okay. Meinst du, das ist der Grund? Ja, es kann aber auch sein, dass es nicht anstößt, aber ich habe es immer sehr positiv wahrgenommen, dass du die Fingernägel nicht beschädigst. Also, aber ich gebe dir recht, das wäre hier unten auch nicht. Wollte gerade sagen, dann, wenn das ja so wäre, deine Theorie, dann wäre es ja auf jedem Pushlock und hier ist es nicht. Deswegen glaube ich, es ist tatsächlich damit, wenn der Pushlock offen ist, ja, beispielsweise hier so, und ich mache auf und da knallt es dagegen, wird es mir den Spiegel beschädigen. Aber wenn du das nicht gemacht hast, dann hat Morelo da wirklich schon ich ganz hier zu Ende gedacht. Ach, mach mal gerade auf, bitte, dann zeige ich dir was. Ich habe eine elektrische Mundspülung. Mhm. Soll es ja geben. So, und ja, weißt du, so eine Munddusche. Ja, ja, klar. Das Coole ist, dass du hier die so groß machen kannst, dass du die drinnen laden kannst. Mhm. Und du kannst sie also richtig schön. Und ich habe das unten so hoch gemacht, weil die meisten sind nicht hoch genug. Ja, die Brettchen kannst du ja verstellen. Und du kannst das ja hier, die Aufnahmen für die Brettchen kannst du in verschiedene Löcher einbringen. Mhm. Die kannst du in der Höhe variieren. Ne? Ich habe übrigens hier, nicht wundern, da sind ab und zu mal so kleine Filzklebestreifen drauf. Ich habe in 2-stündiger Arbeit dieses Fahrzeug entknirscht. Also ich weiß, Morelos knirschen nicht, aber es gibt schon mal so kleine Spalte, die da sind, so ganz geringe, die während der Fahrt anfangen, sich ein bisschen zu bewegen. Ja, man muss eins sagen, ein Reisemobil ist eine Eigentumswohnung im ständigen Erdbebengebiet. Das macht halt einiges auch mit. Ein ganz geräuschloses Reisemobil gibt es nicht. Und das ist auch immer so einer der ersten Handhabungen, die ich mache. Kann man das schon, wenn ich ein neues, ja, ist schon toll, ne? Wenn ich ein neues Fahrzeug bekomme, dann mache ich immer erstmal Geräuschfahrten, dann wird erstmal Geräusch optimiert. Die sind schon alle auf einem hohen Niveau, die Fahrzeuge. Hier oben sind die Dichtungen eingelegt. Das ist ganz wichtig. Ja. Denn Zwangsentlüftungen sind alle eingebaut, die sind mit drin, aber die Geräuschdichtungen sind mit drin. Ja, die kamen ab Werk auch so. Das heißt, Windgeräusche ohne Ende. Und ja, ganz kurz, ich bin nur gerade, wenn ihr mal Probleme haben solltet mit der Toilette, Morelo hat eine große Revisionsklappe im Schrank eingebaut, auf der Rückseite. Und jetzt zeige ich euch mal diese Tür zusammen mit Andreas. Genau, dazu wollte ich mich gerade was sagen. Ja, also die Türe ist ja eine Doppelfunktionstür, die kann ich jetzt einmal hier komplett durchschlagen. Wenn ich jetzt langsam mache, dann wird das Scharnier halt dementsprechend hier angezogen, beziehungsweise der Schnapper. Und dann kann ich halt in die Richtung weiter öffnen, dann ist es im Grunde noch meine Toilettentüre. Aber wenn ich sie halt jetzt einfach komplett aufschlage, dann brauche ich nur schnell dran vorbeizugehen und dann habe ich die komplett offen. Also das ist eine Tür, die hat im Moment ja eigentlich 3 Funktionen. Ne? Also einmal kann ich sie ganz aufmachen, separieren von vorne nach hinten oder halt wieder meine Toilette abschließen. Ich habe ein Raumbad. Finde ich schon toll. Raumbad. Es ist so, viele mögen das Raumbad, das große Bad. Ich bin aber großer Fan von der Lösung, weil die Toilette in dem großen Bad nicht... Die ist offen im Bad und das mag ich nicht. Ich will gerne alleine auf Toilette sein. Dafür ist mir dann das Raumbad zu groß. Und auch hier diese Tür hier, habe ich, die ist so,
dass sie nie wieder klappert im Leben. Also ich habe das... Zack, deine Streifchen, die du geklebt hast. Ja, die kann man wieder abmachen. Nein, das würde mich überhaupt nicht stören. Ich würde das ganz genauso machen. Und übrigens auf der Rückseite, hier ist noch ein kleiner Streifen drauf. Der hat den Grund, guck mal hier, wenn du mal die Tür öffnest. Wo bist du? Da? Ja, habe ich schon gesehen. Und dann schlägt die Tür da oben an. Ja, habe ich schon gesehen. Das ist unglaublich. Und ja, aber das sind alles so Kleinigkeiten. Du bist der Rappelkönig. Ich bin der Rappelkönig. Und jetzt hörst du die nicht mehr. Ja, das ist auch so, weißt du, da vorher hat es immer Klong gemacht. Und das kennst du selber, du stehst nachts auf, deine Frau hat eh einen ruhigen Schlaf und dann klonkt das. Dann ist dann schon wieder Terror in der Hütte. Ne? Ein Riesenschrank. Ja. Also du hast einen Doppelschrank. Ja. Unglaublich groß, ja. Was ist hier unten unter dieser Revisionsklappe? Da ist eine reine Revisionsklappe. Ach so, okay, da ist gut. Da könnte man jetzt nochmal irgendwie ein paar Geheimfach. Kleinigkeiten reinmachen. Geheimfach. Hier übrigens zu sehen, die von Fairegge und Wels verbaute Unterflurklimaanlage, die Schläuche, die dann hier zu den Entnahmestellen, also Ausströmern halt gehen. Das ist wirklich schön sauber verarbeitet an der Decke entlang. Da hängt kein Schlauch irgendwie rum und bammelt hier bis in den Unterboden rein. Wir haben nämlich genau, wirklich saubere Arbeit. Ich zeige euch das mal, wir haben nämlich genau diese Lücke ausgenutzt. Wenn du gerade drauf guckst, siehst du gar nichts. Mhm. Du hast diese Lücke ausgenutzt, ja. Und da haben wir sie runtergeführt. Und jetzt kommt das Geniale, da ist die Fernbedienung. Für die Klimaanlage. Ja, lass uns die mal laufen lassen. Lass uns die mal laufen lassen, ja. Und jetzt, wenn du sie einfach mal, da vorne ist das Auge. Ich hab die schon gesehen, ja. Hast du schon gesehen? Da ist das Auge. Und quasi die Fernbedienung ist jetzt der Sender. Und dann drücke ich jetzt einfach drauf. Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich gehe aber mal hier beim Ventilator in den Automatikmodus. Ah, der hat nur großen Modus. So, jetzt müsste sie eigentlich laufen, oder? Ja, die kommt gleich. Ja, also ja. Wenn du... Warte mal. Dauert einen Moment. Also ich habe, nee, ich weiß auch warum, die 230 Volt sind aus. Und zwar, wir haben ja hier ein ICC-Infocontrol von Büttner. Und wenn man das festhält hier, ja, drücken drei Sekunden, drei genau. Sekunden, dann geht es auf Dauerbetrieb. Und jetzt bitte mal einschalten. Ich habe nämlich die Klimaanlage so einbauen lassen, dass diese Klimaanlage ohne Netzbetrieb funktioniert. Das ist deswegen so wichtig, weil du hast ja schon mal... Du hast ja schon mal Campingplätze mit 3 Ampere Absicherung, dann kannst du diese Klimaanlage betreiben. Aber nur mit 3 Ampere wird es nicht gehen. Und deswegen habe ich die ganzen Elektrogeräte habe ich also machen lassen über diese Einstellung. Dann nehme ich immer die kleinste Einstellung, so wie jetzt. Und, genau, du hörst ja jetzt überhaupt nicht laufen. Und du kannst ja auch deinen Anlaufstrom hier über die Büttner Anlage dementsprechend begrenzen. Das heißt, wenn man die Situation hat, wie du gerade beschrieben hast, dass du einen Campingplatz hast, wo du beispielsweise nur, sagen wir mal, 4 oder 6 Ampere, das ist relativ häufig, 3 ist super selten, dann kannst du sagen, draußen kannst du 4 Ampere wegnehmen, dann nimmt der 4 Ampere von der Säule draußen weg und den Rest macht er über den Inverter, über die Lithium-Ionen-Akkus. Und so kannst du die Klimaanlage auch, ich sag mal, im tiefsten Italien, auf irgendeiner Mittelmeerinsel gut betreiben. Läuft jetzt und das Geräusch lässt sich aushalten. Ja, vor allem wir stehen jetzt direkt an so einem Ausströmer. Ne? Also ja, ich höre die, wenn ich aber jetzt da einen Meter runtergehe oder da einen Meter, höre ich da nichts mehr von. Ne? Ich habe die so anordnen lassen, dass du die hinteren, die kannst du Richtung Schlafzimmer richten, wenn du abends schläfst. So, und jetzt bläst die genau Richtung Schlafzimmer und das haben wir auch schon ausprobiert. Es funktioniert richtig super. Ja, absolut. Es ist ja sowieso, in der Nacht, wenn die Sonne nicht da ist, kühlt es ja sowieso ab. Mir geht es eigentlich eher darum. Feuchtung. Ganz genau. Die Klimaanlage ist für mich eigentlich da, um das Raumklima ein bisschen zu entfeuchten. Diese Schwüle, wenn man halt jetzt irgendwo am Mittelmeer unterwegs ist, um die aus dem Auto rauszukriegen. Die Temperatur ist für mich gar nicht so entscheidend. Für mich ist entscheidend, dass es entfeuchtet. Und das macht die Anlage perfekt und die kühlt natürlich noch dabei. Ne? Ja. Ich möchte hier nochmal aufmachen, mal gucken, was hier ist. Noch ein großes Staufer. Ja, da habe ich eine Vorbereitung. Da war eine Mikrowelle drin. Ja, okay. Da habe ich schon, das ist das Brett, was du brauchst, wenn du eine Mikrowelle einbaust, damit du hier über dieses kleine Teil kommst. Okay, ansonsten kannst du die Tür nicht öffnen. Ah, verstanden. Okay, das hat so. Mich gewundert, weil die Schnittkante nach vorne. Da ist der Anschluss für die Steckdose. Mhm. Der ist auf der anderen Seite. Da kannst du deine Mikrowelle durchführen. Okay. Und ich kann euch einen Link geben für eine Mikrowelle, eine Inverter-Mikrowelle, die passt genau da rein. Mhm. Also Kühlschrank. Ja, genau. Zwei Seiten zu öffnen. Der ist übrigens der neue leise Dometic. Da gab es eine Änderung bei Dometic. Der war vorher etwas lauter. Ja. Und den hier brauchst du nicht mehr in den Schlafmodus zu versetzen. Den hörst du nicht mehr. Der ist so leise, dass du den hinten im Schlafzimmer nicht mehr hörst. Ich fand den alten aber auch nicht so laut. Ich bin sehr empfindlich. Ansonsten würde ich nicht so eine Klimaanlage einbauen, die leise ist. Ja. Das ist der. Das ist übrigens die Küche. Die Besonderheit. Unglaublich groß. Sehr viel Arbeitsfläche. Ja, und auch eine sehr schöne Arbeitsfläche. Riesengroßer Kocher drauf, wo also auch die Platten weit genug auseinander sind. Da kann man große Pfannen oder Töpfe einbringen.
auch hier genug Staufläche. Ist gerade der Kompressor angesprungen von der Klimaanlage. Hörst du es? Ja, ja, ich habe ganz kurz gehört, wieder anlief, jetzt hörst du aber schon wieder keinen Unterschied. So, ich zeig dir mal, wie viel Strom die nur verbraucht. Ja. Gerade mal etwa 46 Ampere. Ja. Das heißt, also wenn du am Stromnetz hängst, kannst du diese Klimaanlage betreiben mit 3 Ampere Landstrom in Italien. Kannst du die Klimaanlage laufen lassen. Das funktioniert, ja, das weiß ich aus Erfahrung. Und weißt du, dass es viele Campingplätze gucken nach, ob du eine Klimaanlage auf dem Dach hast und ob die läuft. Echt? Die haben in den AGBs stehen, Klimaanlagen sind nicht erlaubt. Oh, das habe ich tatsächlich noch nicht gehabt jetzt. Ich weiß aber... Bitte nochmal öffnen. Ja, natürlich. Ich weiß aber, dass es schon Kunden gab, die auf Campingplätzen gewesen sind, wo dann die Klimaanlage wohl die ganze Nacht gelaufen hat, wo sich dann ein Nachbar, der dann beispielsweise im Zelt geschlafen hat, sich dann darüber aufgeregt, dass der Klimakompressor läuft. Ja, gut, okay. Das hast du natürlich bei der Truma Saf hier auch nicht, weil die hörst du draußen überhaupt nicht laufen. Die läuft gerade. Ja, ja, die läuft. Also ich höre, außer das bisschen Luft hier über mir, höre ich eigentlich nichts davon. Ja, Schubladen hat der ohne Ende und Staufächer hier. Vor allen Dingen, das ist ja mal echt riesig. Da geht ja wirklich das ganze Kochtopf. Nichts gegen die Schubladen. Aber ich liebe diesen Schrank. Du weißt warum? Du kannst später die Fischer und Paykel direkt einbauen. Die passt direkt darunter. Die Spülmaschine meinst du? Die Spülmaschine. Die ist direkt vorgesehen. Ja. Es ging hier darum, Gewicht zu sparen. Magst du mal ein... Ist schön kalt? Ja, eisekalt ist das, ja. Ja, es ist übrigens am kältesten dort, weil das denn der praktisch naheste Weg ist. Ja, das ist klar. Und wenn du die jetzt laufen lässt schön und die entfeuchtet und das mit dem Geräusch kann man doch leben, oder? Absolut. Also das würde mich überhaupt nicht stören. Null. Das Ganze. Vor allen Dingen, das ist, die Kälte, die strömt einen jetzt nicht direkt an, wie wenn du jetzt eine Dachklimaanlage hast und du läufst da drunter, dann hast du ständig die kalte Luft im Nacken. Die kannst du hier so schön einstellen, dass die, wenn du hier arbeitest im Küchenbereich, dass die dir gar nicht in den Nacken einbläst. Ne? Also große Küche. Darf ich was verraten? Das ist die Standardküche. Mhm. Hast du gewusst? Nee, mit das habe ich jetzt nicht gewusst. Mit dem Korian, mit dem Mineralstoff. Ja, also die Arbeitsplatte macht wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck und ich finde auch jetzt von der Farbgebung hier hat man das wirklich sehr schön abgepasst auf den Möbelkorpus halt. Ne? So echt Leder habe ich mir gegönnt, weil das waren auch nochmal ein paar tausend Euro, aber da habe ich gesagt, in dem Fall echt Leder. In dem neuen Alkoven haben wir kein Leder gemacht. Doch, wir haben Leder gemacht, aber in dem Concorde, den wir jetzt kriegen, da ist jetzt mal Stoff drin. Schön, so eine Face-to-Face-Sitzgruppe schon. Ja, Face-to-Face-Sitzgruppe. Wir sitzen uns gerade gegenüber. Ja, toll. Ja, aber so, diesen Tisch kann man ausziehen. Den habe ich übrigens entklappert. Auch den hast du entklappert? Ja, da waren so ein, zwei kleine Filzstellen. Also es ist nicht viel immer. Es sind immer nur so Kleinigkeiten. Die habe ich gefunden während der Fahrt. Ganz ehrlich, muss man den noch ausziehen können? Ich finde den jetzt schon ausreichend groß. Wenn ich den jetzt noch ausziehe, dann der wird ja quasi doppelt so breit, dann kommst du natürlich auch nicht mehr hier durch. Es geht ums Bett. Du kannst später... Ah, okay, das ist der Hintergrund. Du kannst diesen Tisch, der ist höhenverstellbar, das ist ein Extra. Das ist klar. Mhm. Also das kostet Aufpreis, weil du hast ja doch mal die Enkelchen dann zu Gast. Okay, das hattest du mir bis jetzt... Ja, ich sehe es jetzt natürlich, ich hätte gucken können. Wer gucken kann, ist klar im Vorteil. Du hast die Teleskoptischbeine hier drin. Und wenn die verbaut sind, hast du natürlich die Möglichkeit, hier eine Schlafgelegenheit draus machen. Ja. Was ich auch zwingend empfehlen würde, bei einem Fahrzeug, wo das Hubbett weggelassen worden ist, ist es natürlich schön, wenn man immer noch eine Möglichkeit hat, jemand schlafen zu schicken. Sag mal, das Raumgefühl ohne Hubbett ist doch... Genial. Das ist, nochmal, wenn man wirklich ein Reisemobil kauft und es gibt immer Statistiken, die sagen, dass über 80% der Reisemobilisten alleine, also mit Partner unterwegs sind, für die paar Mal, wo mal einer mitfährt, da reicht doch immer so eine Möglichkeit, hier mal ein Bett bauen zu können. Das Raumgefühl und auch die Staufächer, die man hier hat, das ist doch wirklich sensationell. Das ist ein ultra kompakter Morelo. Wir sind also jetzt nur auf einer Länge von 8,60 Meter und damit, und das war mir so wichtig, kriegst du meistens einen Last-Minute-Platz. Das ist, du rufst oft am Campingplatz, du kennst das mit deinem, du hast ein 11-Meter-Fahrzeug oder sogar noch ein bisschen größer. Da musst du schon auf spezielle Plätze, weil wenn du da nicht buchst, dann wird es schwierig. Also da wird mit Spontanfahren, jetzt gerade über Ostern oder so, das sind ja so die beliebten Wochenende, wo alle unterwegs sind, da fährst du mit einem Auto über 10 Meter nicht mehr spontan los. Also, da muss man schon ein bisschen
Plan, wo will ich halt hin. Ne? Hier ist übrigens das Panel nochmal für die Luftfederung. Das wolltest du ja, glaube ich, gezeigt haben. Jetzt haben wir einen Schlüssel leider da hinten liegen. Aber im Grunde genommen macht man nur Folgendes, wenn die Zündung eingeschaltet ist, einmal hier gerade die Hinterachse anwählen und dann kann ich hier eben absenken oder wieder aufblasen. Und hier auf M1 oder M2 kann ich zwei verschiedene Niveaus abspeichern. Beispielsweise, ich habe einen Anhänger, den ich mitnehmen möchte. Dann kann ich sagen, auf M1, dann fährt er so weit runter, dass die Anhängerkupplung direkt auf Höhe des Anhängers ist. Und dann drücke ich hier nur wieder auf Fahrniveau, dann hebt er an und dann brauche ich nur das Stützrad hochdrehen, der Hänger hängt schon dran. Also das ist wirklich eine tolle Sache hier. Ja, wir haben Privacy-Verdunklung mit eingebaut, beledertes Armaturenbrett hier mit drin. Nee, das geht nicht, wie bei Karthago musst du halten, so leid es mir tut. Ich wusste doch, warum ich Karthago-Händler bin. Genau, in der Zwischenzeit, wo das runterfällt, kann man hier mal gerade gucken. Hier ist nochmal USB-Steckdose und USB-C, wenn ich das richtig sehe. 220 Volt Steckdose ist natürlich auch hier ein schöner Platz. Also wenn man hier hinsitzt, wenn man hier sitzt, kann man das Handy dann laden oder ein Laptop hier. Und dann kann man hier schön, hat man eine kleine Ecke, wo man ein bisschen arbeiten kann. Und ja, wenn ich loslasse, ist auch direkt Feierabend. Das stimmt, ja. So, machen wir mal ganz runter und dann gehen wir mal in die Privacy-Schaltung. Gerne. Das Schöne bei der Privacy-Schaltung ist halt, ich muss jetzt nochmal drücken, dass ich dann jetzt hier rausgucken kann, sehe, was halt ums Mobil rum passiert, aber aufgrund alleine schon der Fahrzeughöhe guckt hier schon eh fast keiner rein. Aber jetzt könnte ich jetzt, wenn ich jetzt aufstehe oder so, kann ich hier bequem rausgucken und sehe, was hier draußen los ist. Toll ist natürlich jetzt hier mit diesen Dachstaukästen, die haben eine vernünftige Tiefe. Wo bist du mit deiner Kamera? Ah, da rechts, Entschuldigung. Eine vernünftige Tiefe halt dementsprechend drin. Klar, hier ist immer so ein Versatz einer verbaut, aber das ist ein richtig großer Schrank hier mit schönen Klappen. Das macht wirklich absolut Spaß hier, das Auto zu präsentieren. Ne? So, und dann ein paar schöne Extras hier natürlich mit eingebaut. Die Motorbremse ist mit drin. Du hast die Verdunklungssysteme mit drin an der Seite natürlich auch. Und das Coole ist natürlich die Sonnenblende, wenn du an der Seite fährst. Du kannst also hier komplett über die ganze Seite von oben nach unten verdunkeln, sodass du die Sonne effektiv aussperren kannst während der Fahrt, weil du vorne nämlich die Rückspiegel noch siehst. Ich weiß nicht, ob man es darf, aber ich habe es, als die Sonne volle Lotte von der Seite reingeschienen ist, hast du nämlich die volle Kontrolle über die Rückspiegel noch und dann kannst du das ein gutes Stück runter machen, vielleicht nicht ganz, wenn du es mal ein bisschen hoch machst, links an der Seite. Ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich mit meinem Auto unterwegs bin, ich habe auch die Busspiegel genauso wie du die hast und die Sonne kommt von der Seite, jetzt am Abend so 5, 6 Uhr im Frühsommer, dann muss man das einfach zumachen. Der Stern, der brennt da so von der Seite einem aufs Gesicht drauf. Da ist man froh, dass man das so ein bisschen verdunkeln kann. Und über die Spiegel habe ich ja die komplette Kontrolle. Ja. Wissen tue ich es auch nicht, ob man es darf. Ich sage jetzt mal, man darf es mit Sicherheit nicht. Aber es ist absolut sinnvoll, dass man das so ein bisschen dann runter machen kann. Ne? Lenkrad kann man übrigens wegschwenken, sodass man den Sitz noch gut drehen kann. Genau. Man kann ihn nachrüsten zum Abnehmen. Ich habe nur gesehen, es funktioniert so gut, dass ich gesagt habe, brauche ich nicht unbedingt. Das kannst du abnehmen, das Garmin, das große Garmin drin. Genau, ich habe bei mir im Reisemobil, habe ich gleich ein Navigationssystem drin, habe ich nochmal eine zusätzliche Dockingstation hinten im Schlafbereich. Das heißt, ich kann das mit ins Schlafzimmer nehmen, dock das an und kann dann eben hier drüber mein Soundsystem halt dementsprechend steuern. Das ist überhaupt kein Problem. Und kann dann auch hier mal Kameras mit anschließen und habe über die 360-Grad-Kamera bei mir dann nochmal die Gelegenheit zu sehen, was ums Fahrzeug passiert. Das ist eben das Schöne an diesem Garmin Veo, dass der Bildschirm im Grunde genommen nicht fest fixiert ist. Man kann auch noch einen zweiten dazu holen. Das ist der große, der ich glaube 10 Zoll hat. Dann gibt es von 8 und 7 Zöller dazu. Tolles Navigationssystem. Da ist übrigens auch die Camper-Kontakt-App mit drin, was du wissen, denke ich mal. Ne? Mhm. Das ist wirklich ein tolles Teil, absolut. Und dann hier mit der Automatik, ja, also mit der automatisierten Schaltgetriebe hier. Schön, das ist wirklich, man kann da wirklich sehr schnell wechseln zwischen Rückwärtsfahrt und dem Dauerbetrieb. Halt, das ist wirklich eine tolle Sache. Wenn man den festhält übrigens, ist man in einem Slow-Modus. Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Das wissen viele Leute nicht. Weil wenn ich jetzt auf D beispielsweise schalte, dann fährt der nicht immer unbedingt gleich im ersten an. Ich weiß nicht, wie es bei deinem Auto ist. Meiner fährt manchmal im vierten oder sogar im fünften Gang fährt er an. Ich habe eine 12-Gang-Automatisierung drin. Und wenn ich dann eben halt lange drücke, dann macht er zwei Dinge. Der fährt im ersten Gang an und die Kupplung kommt viel langsamer und weicher. Und das ist, wenn ich auf dem Campingplatz rangiere, auf engstem Verkehrsraum, geht das wirklich so smooth, als wenn ich eine Wandlerautomatik hätte.
Du magst mal bitte hier drunter die Schublade öffnen, unter dem Sitz. Unter welchem Sitz? Hier unter da, ja. Da ist nämlich die Bordmappe mit drin und die ist randvoll gefüllt, siehst du die? Ja, natürlich ist die randvoll gefüllt. Und ja, die hat Gewicht. Die kann man auch zu Hause lassen, weil die wiegt einiges. Und da ist original verpackt natürlich alles drin, was das Herz begehrt. Von der Rechnung über alle Nachrüstteile, über die Seriennummer, alles original verpackt. Thomas Saf hier, Bedienanleitung, komplette Service-Bordmappe direkt von Morelo aus. Dann nochmal die einzelnen, das ist bei uns ja auch so, einzelnen Bedienungsanleitungen jetzt hier fürs CBE-Kontrollpanel. Das ist dann alles nochmal hier mit drin. Im Grunde genommen ist es, das ist vollständig, das sieht man schon. So, dann Flächenvorhänge an den Seiten haben wir konfiguriert. Und was natürlich wichtig ist, hier ist der Platz für den Fernseher. Da kann natürlich ein Schreiner auch ein bisschen was machen, so ist es. Alternativ kann der Fernseher auch hier oder hier, das habe ich jetzt mal offen gelassen, weil ich bin nicht der große Fernsehtyp. Ich habe hier, soll ich dir sagen, wie ich es gemacht habe hier vorne? Die dreimal, wo ich Fernsehen geguckt habe, ja. Mit dem Laptop. Ein Laptop. Ja. Ich habe einen großen 16 Zoll Laptop, den habe ich einfach draufgestellt, habe Fernsehen geschaut, den Rest haben wir hinten geschaut, weil das war immer, weißt du, im Bett abends. Und da bitte, das ist der einzige saure Apfel, das heißt. Ja, ey, im Fernsehen nachrüsten und einen Halter, das ist ja nun mal jetzt gar keine Aktion. Andere Frage, hast du eine Satellitenanlage aufs Dach? Nein, habe ich, noch nie rausgefahren. Ja, ja, genau. Also mittlerweile, das würde ich auch tatsächlich echt nicht mehr machen. Ich habe bei mir auf dem Auto tatsächlich beides. Ich habe einen 5G LTE-Router auf dem Auto und eine Satellitenanlage. Und ich habe seit über einem Jahr, wahrscheinlich tendenziell 2 Jahre, die Satzschüssel gar nicht mehr rausgefahren. Das Schöne ist vor allen Dingen, ich komme ja oftmals erst freitags nachmittags weg. Und da sind die ganzen Stellplätze, wo ich eigentlich immer so hin möchte, sind meistens um die Uhrzeit schon besetzt. Und die Stellplätze, die dann noch unter den fetten Bäumen sind, die sind dann meistens um diese Uhrzeit noch frei, weil die Leute da keinen Satellitenempfang haben. Aber das interessiert mich gar nicht. Ich streame mein Fernsehprogramm komplett und schaue eh nur YouTube oder Netflix oder so Sachen, aber auch normale Fernsehsender, da gibt es ja Apps, wo man das super schauen kann. Hast du die Fernbedienung noch von dem LED-Band, die kleine? Die habe ich, glaube ich, in meiner Tasche, deswegen ziehen wir die jetzt noch so da rein. Damit das die habe ich angeklettet. Alles beim Auto bleibt. Dann kannst du diese... Die bleibt nicht. Ah, ist der Klett ab? Doch, geht. Nee, die ist noch dran. Nee, ist ab. Ah, warte mal, hier ist bestimmt die Paarung die falsche. So rum, also da habe ich die angeklettet, dann die habe ich auch angeklettet. Diese hier, ja, das ist die klar. Kann man links. Ja, genau. So, da ist aber der Originalhalter, den habe ich hier drunter gemacht. Mhm. Der hängt da drin, siehst du? Ja, schon gesehen. Da ist er. Dann haben wir hier übrigens, ist schon direkt, da kommt man ran. Also da liegt schon direkt 230 Volt und 12 Volt, falls ihr mal den Fernseher anschließen wollt. Also das wäre der freie Platz. Hier könnte man locker bis zu, ja, 32 ein bisschen viel, aber ein 27 Zoll geht hin, habe ich schon ausgemessen. Der funktioniert direkt. Ansonsten, ja, also geht zum Fachhändler des Vertrauens. Das ist echt überhaupt kein Problem, hier einen Fernseher gerade nachzurüsten mit einem Halter, den man vielleicht auch noch so macht, dass man es rausziehen kann. Aber das ist gar kein Muss, weil das ist eine schöne Ecke, wo es Fernsehgerät. Da ist es ja auch werkseitig vorgesehen. Ne? Drunter Apotheker? Bitte? Drunter ist noch ein Apotheker. Hier, der Apothekerschrank, ja. Haben wir den auch gerade. Ja, oh, der lässt aber sich weit rausziehen. Das ist natürlich toll. Ja, schön, sehr schön. So, hier sind wir. 82 lb. Wir haben eine pragmatische Länge. Es ist eines der meistverkauftesten Fahrzeuge bei Morelo. Im Loftliner eigentlich der meistverkaufteste Standardgrundriss mit dem Privatbad. Ich habe übrigens Folgendes gemacht. Darf ich dir noch was zeigen? Also vielleicht für alle, die das mal kriegen. Ich habe die Polster auf der linken Seite entfernt. Wenn du die mal gerade wegnimmst, die kannst du einfach abziehen. Die hast du ja, entfernt? Ja, einfach entfernt. Entferne ich die, wie du das auch machst? Beide habe ich entfernt. Beide hast du entfernt, dann entferne ich auch beide. Ja, kannst du gerne mal machen. So, und dadurch... Jetzt habe ich beide entfernt jetzt. So, und jetzt kannst du beide... Und die habe ich zu Hause gelassen. Die habe ich gar nicht mitgenommen. Nein. Ja, leg dich mal drauf. Ja, okay. Und habe mein Keilkissen hier reingemacht und habe eine Liegefläche gehabt, die natürlich... um 15 cm breiter war und habe dann hier mein Nickerchen gemacht. Aber wieso mache ich denn hier, ich habe jetzt die Schuhe wieder an, aber wieso mache ich denn hier mein Nickerchen und mache dann nicht hinten den, wirklich, das ist ja so endgeil, das Bett, da würde ich ja gar nicht mehr raus, dann würde ich Nickerchen und alles machen. Also es steht ja jedem frei, aber ich wollte euch nur zeigen, ihr könnt damit die Breite von dem Sofa nochmal so machen, dass das Enkelchen auch schlafen kann, das ist so, ja. Ohne dass man überhaupt das Bett hier machen kann. Das heißt, also jetzt ist die Breite so, dass ein Kind bis 1,40 Meter Länge kann direkt schlafen. Und wenn man diesen
einfach nur gerade macht, dann kann auch ein Kind bis 1,60 Meter, 1,70 Meter kann hinten einfach schlafen. Nee, das wird so sein. Und ich kann auch den Tisch dann, ich sag mal, auf eine dementsprechende Höhe bringen. Dann habe ich auch noch so einen Herunterfallschutz. Da sind ja immer die Omas, die sind ja dann mal ganz verrückt. Ich weiß nicht, bei unseren Enkelkindern ist er dafür bloß nicht aus dem Bett fallen. Und dann hat man da auch noch so einen Runterfallschutz gebaut. Ja, das ist natürlich richtig. Da kann ein Kind, also ein Enkelkind, bis, ich sag jetzt mal so 10 Jahre, ganz locker schlafen. So, ich zeige euch das mal gerade nochmal von der Länge her. Also das ist mir dann direkt aufgefallen. Mein Sohn hat da natürlich schon drauf gepennt. Also ein riesengroßes Bett hast du dann da. Wenn du diesen Stuhl auch noch gerade machst, dann hast du eine durchgehende Liegefläche drin. Für also ein Kind locker bis 12 Jahre kann da also hier, auch ein Erwachsener kann daran schlafen. Das geht. Ansonsten halt, das Polster ist dabei. Das haben wir jetzt zwar nicht gezeigt, aber das liegt dass dabei. In die Mitte kommen, ja, ne? Das ist dabei. Das hast du dabei. Zu Hause vergessen. Ne? Habe ich zu Hause vergessen, ja, bringe ich noch mit. Jo, hier sind wir. Heute ist der 18. April 2023. Du hast einen Spezialservice, muss man sagen. Den habe ich jetzt schon oft gebraucht. Das Fahrzeug hat übrigens ausweisbare Mehrwertsteuer. Das ist ganz wichtig jetzt für die Gewerbetreibenden unter uns oder wer das Fahrzeug vielleicht sogar in ein Leasing mit übernehmen möchte. Das geht. Mhm. Also hat eine Warmwasserheizung, hat ausweisbare Mehrwertsteuer, hat einen großen Wechselrichter an Bord, zweimal große Lithium, Solar an Bord, Klimaanlage an Bord, großer Tank, Gastank mit drin. Also alles, was wichtig war für den Alltag, habe ich einbauen lassen. Alles, was schwer war und nicht so wichtig, was auf die Zuladung geht, habe ich weggelassen. Und ich glaube, oder? Ja, das ist gut. Das Auto ist wirklich gut ausgestattet. Mir persönlich würde jetzt das Fernsehgerät hier vorne noch fehlen, aber ansonsten müsste ich hier auch nicht mehr drin haben. Muss man einfach so sagen. Das ist absolut ein tolles Auto mit noch ausreichenden Restzuladung, mit einem absolut mega tollen Chassis drunter. So, darf ich was dazu sagen? Ja, bitte. Ich habe mit dem Geschäftsführer von Karatec gesprochen. Hm. So, und wir legen noch den Fernseher oben drauf. Okay. So, der liegt da zumindest mal dabei. Ein Original 12 Volt Karatec Fernseher, der hier reinpasst. Ja. Den werden wir dann finden und den packen wir mit drauf. Das Ganze gibt es bei Marein Caravaning. Alle Details im Video mit drin. Und den kriege ich noch, glaube ich, einen Wert. Was kostet so ein Ding? 300 Euro? Ja, je nachdem, was wir für einen nehmen, sind wir auch schon bei 400, 450. Wir sind auch Karatec-Partner. Seht ihr, liebe Zuschauer, da haben wir den ja schon mal rausgehandelt hier beim Sven. Von daher, dann ist also hier, das Auto ist echt perfekt. Absolut tolles Auto. Ja, danke fürs Einschalten. Wir sind bei Marein Caravaning. Hier steht er. Und ja, wenn ihr Lust habt, wirklich ein junger Gebrauchter mit noch weit über einem Jahr Restgarantie, Originalwerksgarantie. Absolut. Das Auto wird jetzt in den nächsten Tagen bei uns im Netz auf unserer Webseite stehen unter www.carthago-center.de. Da gibt es auch eine ausführliche Bebilderung mit 360-Grad-Bilder und natürlich auch das Video hier von Sven. Oder halt bei uns auf der Facebook-Seite unter Marein Caravaning. Ja, Auto ist zugeschlossen tagsüber. Bitte melden vorne bei der. Bei unserem Empfang. Ja. Und dann wird einer der Kollegen oder Kolleginnen sich aus dem Verkauf dann auch dementsprechend um den Interessenten kümmern. Ja, tschüss. Ciao. Andreas.